sehen Sie uns YouTube und herzlich willkommen zurück zu Trackmania Turbo mit Strecke Nummer 8 mit dem schönen Heißluftballon am Himmel. Und wieso haben wir jetzt ein Bild von den Racing Cars? Weil ich finde, die steuern sich richtig schlecht, aber wir haben natürlich kein Racing Car, sondern wieder das ganz normale hier. Oh, da ist ein Donut. Ich will einen Donut. Oh, jetzt bin ich voll Bock. Jetzt bin ich echt voll Bock auf einen Donut. Komm auf so einen Donut, so richtig Homer Simpson-Style. Easy. Ich wusste genau, wo es hergeht. Easy. Ich habe einfach nur Glück gerade. Einfach nur mega Glück, dass ich da nicht... Was? Was zur Hölle? Man darf nicht Vollspeed da durch. Ernsthaft? Das ist ja mega assi. Das ist ja mal mega asozial. Man darf nicht Fullspeed da durch. Das ist ja kacke. Ja, aber trotzdem habe ich es gut hingekriegt. Trotzdem bin ich über die Boost drüber weg. Schitte. Ah, lol. Und das ist schon alles? Okay. Ja, gut. Ich wette, hier bin ich jetzt nicht so unter die Guten gekommen. Weil ich den einen Turbo halt nicht gekriegt habe. Weil man muss relativ weit unten durch das Ding durchfliegen. Damit man den nächsten Turbo noch kriegt. Ja, natürlich gegen Goldmedaille fahren. Logisch. Das ist auch mal wieder eine mega, mega kurze Strecke einfach. So, perfekt. Und jetzt schön weit unten. Komplett den... Alter Schwede, das war richtig schlecht. Aber trotzdem... Okay, alles klar. Haha, ich habe nicht mal die Goldmedaille geschlagen. Die hat mich sogar noch hinterher überholt. Das sah sehr lustig aus, auf jeden Fall. Das war cool. So, jetzt aber. Jetzt aber. Schön hier mittig fahren. Ganz kleine Schlenker. Perfekt. Jetzt schön tief. Ja. Jetzt gib ihm... Jetzt haben wir das Ziel mal um einiges schneller gekriegt. Und ihr seht auch schon, wie die Plätze steigen. Aber wir müssen noch ein bisschen besser fliegen. Wir müssen noch ein bisschen stabiler und besser fliegen. Ich bin jetzt schon fast besser als... Besser... 2 Sekunden... Nee, gar nicht 2 Sekunden. Das ist ja 100stel danach. 1,5 Sekunden besser. Oh mein Gott, oben gegen geflogen. Oben. Und dann noch oben. Viel zu schlecht einfach. Oben darf ja gar nicht passieren. Denn was die Goldmedaille da schon fabriziert, das ist schon mal schlecht von der. Ich müsste ein bisschen weiter fliegen eigentlich, damit ich nicht so diesen Sprung mache. Ich habe gerade auch schon mal gesehen, einen blöden Sprung dabei. Der ist halt kacke. Der darf ich halt nicht mit drin sein. Man muss doch nicht ganz so tief liegen anscheinend. Muss eigentlich perfekt fliegen, denke ich mal, damit man das schafft. Damit man es auch optimal schafft. Zack, jetzt aber. Oh mein Gott. Wieso drücke ich denn die Power-Taste so durch? Bin ich behindert oder was? Das war dumm. Das war wieder mega dumm, ey. Jetzt aber. Und. Durchpowern. Und jetzt können wir wieder Gas geben. Ja, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Das war perfekt, das war perfekt. Ich hätte auf jeden Fall noch mal ein paar gute Plätze da. Obwohl, gar nicht mal so viele. Das war aber gar nicht schlecht eigentlich. Aber man muss noch ein bisschen weiter vorne landen anscheinend von dem Speed-Boost-Dingern. Das ist echt ein, das ist noch nicht mal mehr 100stel Sekunden. Das ist, weiß ich nicht mehr, in welchem sekundensten Bereich das liegt, der Unterschied hier. Ich wette, dass es so krass ist, dass der Unterschied so mega... Jetzt. Und schön auf das Turbo aufgekommen. Und, ne, sogar noch ein bisschen später. Gegen 21. Okay, Alter, das ist echt hammerhart. Verbessern. Das ist echt hammerhart, ey. Muss echt optimal fahren dafür. Hier liege ich mal ein bisschen vorne, ne? Aber, und halt hier, dann da durchspringen. Und da war ich schon wieder schneller. Da war ich auch schon wieder kacke da durchgeflogen. Ich glaube, ich muss am besten davor ein bisschen Gas weglassen. Aber ich weiß es nicht. Probiere ich einfach mal aus, ob es besser ist, wenn ich davor ein bisschen Gas weglasse, vor dem Sprung. Also hier schon ein bisschen Gas weglasse und dann voll durchdrücke.
Ja, ist besser. Ist auf jeden Fall besser. Ja, es ist auf jeden Fall besser. Also muss ich davor am besten Gas weglassen. Nicht im Flug. Weil das tue ich gerade die ganze Zeit. In meinem Flug die ganze Zeit das Gas weglassen. Aber dann fliege ich nicht so schnell. Lieber ein bisschen davor. So. Ah, viel zu schnell. Shit. Aber war zu kurz die Zeit. Nur zu kurz Speed weggelassen am Sprung. So, jetzt aber. Das war schön kurz die Zeit weggelassen. Ah, wieder viel zu kurz die Zeit weggelassen. Da muss ich auf jeden Fall länger die Zeit weglassen beim Sprung. Oh, das war schlecht, das war schlecht. Oh, das hat mir gar nicht mal so viel Zeit. Obwohl, das hat mir doch. Das kommt immer auf 100 Sekunden an. Ne. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall war das gut. So muss man nämlich da durchgrinden, ohne dass man irgendwo es gegenkommt. Jetzt genau auf das. Oh nice, oh nice, oh nice, oh nice, oh nice. Jawohl. Das war nochmal genial eigentlich. Aber besser schaffe ich es einfach nicht. Dann kann ich an dieser Stelle auch wieder sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten wieder rein bei Trackmania Turbo. Ciao, ciao.